Genau. Hier gibt es halt auch so ein nettes Ding, da können wir uns quasi. Vorzimmer. Achso, nee, das ist noch nicht der Lagerraum. Weil es gibt auch so einen Lagerraum, da verschiebt sich halt eine Wand. Oh Gott, ja, komm hier, Pinky Ghost. Bisschen näher. Da verschiebt sich halt die Wand. Was ist denn los? Ja, erzähl ich gleich. Jetzt erstmal hier. So, genau. Jetzt erstmal ein bisschen Ghostbusters spielen. Da verschiebt sich halt die Wand und dann kannst du aber. Hinter der Wand ist so ein Schalter. Und. Da ist was ganz Besonderes versteckt. Ja, genau. Ah, ein Herz. Da verschiebt sich halt, wie gesagt, die Wand und da ist halt so ein Schalter dahinter. Warum hat er den jetzt nicht genommen? Irgendwie war das. Und das kannst du aber halt auch vorher schon triggern. Indem du halt mit dem Dreck weg dieses Poster, wo der Schalter dahinter ist, schon wegziehst. So, wichtig ist halt, dass wir so schnell es geht, die Geister hier abräumen. Und wir verlieren halt auch immer Geld. Schlagen da. Nicht nur, wenn die uns schlagen. So, ja, ein paar Dollars, Yen, was auch immer. Das Herz nehmen wir auch. An sich ist das eine richtige Fundgrube, um Geld abzukassieren, ne? Ja, schon. So, Ankleidezimmer. So. Man muss auch dabei sagen, wir niesen uns hier einen Wolf ab. Aus dem Grunde, weil wir, also ich wohne ja an so einem Waldstück. Oh, Entschuldigung. An so einem Waldstück. Und da ist es halt irgendwie, keine Ahnung. Hier ist halt extremst viel, was einen die Allergie total zur Hölle macht. So, die Geister sind halt auch total hart nervig. Ja, das sind die Geister, die sind, die haben früher Mario Kart Spiel gespielt, weil die ganze Zeit diese Bananenschalen bei sich haben. Ja. Au, das ist ein Geldgeist. Ich glaube, Echt? ja, das braucht, glaube ich, viel Geld oder irgendwas war mit dem. Genau. So, okay. Dann. Yeah, give me all the money. Give me all the money, du kommst her, so, zack, zack, zack. Bisher habe ich noch keinen Geist losgelassen, der ich schon wieder hatte, ne? Oder das waren früher mal Affen. Donkey Kongs Geister? Ja, so ungefähr. Guck mal in den Schrank rein. Ich glaube, da ist noch jemand. Hi. Ah. Du wolltest doch nicht etwa entkommen, oder? Da-da-da-dam. Guck Oh. mal. War der gerade eben auch schon da? Nee, ne? Nein. Er kam erst jetzt. So. Zack. Die kriegst halt auch mit dem Dreck weg. Weg. Dreck Weg, weg. weg. So, das heißt, wir müssen sie ja da. Und dann, okay. Wie gesagt, Grundprinzip ist total easy von dem Game. Ja. Aber. Ja, wie man sieht, wenn man etwas eingerostet ist, ne, ist das halt trotzdem immer noch so eine Sache. Ich glaube, der war da lang, Oh. ne? Was ist das Gruseliges? Moment mal, Luigi. Ich bin Professor Igitt. Oh nein. Ich erhalte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von allen anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher unter die Augen gekommen sind. Die zeigen ihre Herzen nicht einfach so. Ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf gedrückt halten. Oh, ja, genau. Er erzählt halt die ganze Zeit jetzt erstmal, dass es halt so Special-Boss-Geister sind irgendwie. Ja.
Kann man die Tür. Wollen wir die Türsequenz immer wieder drin haben? Eigentlich nicht, nee. Oh, guck mal! Eine Spur aus Bargeld! Ja, ich glaube aber, das ist eine falsche Tür, weil da halt keine Türmatte vor ist. Das kann man auch, glaube ich, auf der Karte sehen, ne? Ja, aber nicht nur das, guck mal, jede Tür hat eine Türmatte und die halt nicht. Und wenn wir jetzt. Stimmt. Ich könnte es zwar demonstrieren, ich will es aber ungern. Dann würden. Okay, jetzt können wir da noch nicht rein. Würden wir halt da voll auf die Fresse klatschen. Genauso wie hier ist auch keine. Da kommen wir auch noch nicht rein. Können wir mal gucken, wo wir überhaupt rein müssen. Da vorne, ganz vorne. Ja. Das ist die letzte, glaube ich. Ja. Zack, das Ungeziefer weg. Hier hätten wir reingemacht. Jo. So, hier ist halt dieser scheiß Schaukelstuhl. Also jetzt. Hi, check my crack. Oh. Der liest irgendwas. Oh. Wenn er geht, muss man ihn, glaube ich, anleuchten. Ich glaube auch. Jetzt. Jetzt. Oh. Ja, und die ist ein bisschen härter. Was? Ah, um nicht. Wenn man. Die. Rotten und Perle, die sind, glaube ich, ganz am Werkzeug. Und der schafft das wirklich in einem Stück, ey. Ja, gut, ne? Nicht schlecht. Ja, da gab's halt so einen kleinen Trick, in dem du den C-Stick im Kreis drehst. Und wir spielen nicht nach Mario. dann geht das Ganze schneller vonstatten. Ah. Ah ja. So, er zeigt halt wieder an, wo der hin muss. Gut, machen wir dann mal. Ja. Was mich halt gerade verwundert ist, dass das Spiel in 60 FPS läuft. Für ein PAL-Game ist das irgendwo. Aber der GameCube war halt schon fähig, zwischen 50 und 60 zu wählen, ne? Nein, zwischen 50 und 60 Hertz. Ja, achso, ja. Das sind halt so zwei verschiedene Sachen. Okay, hier haben wir jetzt nochmal so einen Geist. Da müssen wir aber hingehen und sagen. Weil dann wird dir zu kalt. Meine Güte, zieh mich weg! So, zack. Dann sagen wir mal. Oh. Scheiß Giftpilze immer. Welche Giftpilze? Ja, rum. Ich sehe keine. Nein. Das ging halt viel zu schnell. So, jetzt bummst du ja mal die Kiste an. Draußen sehen wir einen Tod. Oh. Hauptsache, der Schlüssel ist gerade hinten an der Wand gespawnt und droppt dann einfach nach vorne. Das ist halt. Schlüssel. Der war so schlecht. Das war so ein richtiger Bad Joke. Oh, verdammt. Ich muss mal gerade hier meinen Stecker. Der macht sich selbstständig. Das ist natürlich voll vom Vorteil während eines Let's Plays. Der macht sich. Von Geisterhand bewegt er sich. Ja, ich lasse ihn einfach jetzt mal draußen gerade. Kann man später immer noch reinmachen. Ja, willst du nicht mal das Bargeld einsammeln? Ach, wozu? Willst du nachher eine dicke Villa haben? So. Okay, jetzt hören wir schon. So, du kannst ja mal gerade übernehmen und schon mal hingehen, solange ich hier das Ding wieder reinmache. Sag mal, hätte er einen Emote in der Hand? Nee, das sieht so fast so aus, ne? Dieser Game Boy Horror, ne? Ja. Okay. Ja, grundsätzlich kommen wir jetzt erstmal in so einen kleinen Raum. Ja. Oh, guck mal. Und hier habe ich damals immer gedacht, so, boah, was ist denn jetzt hier los? Und pipapo. Ja. Was ich jetzt hier triggern könnte, ist. Ja, los, spielst du mit mir? Was ich jetzt hier triggern könnte, ist, ich könnte jetzt hier stehen bleiben mit dem Ding, ja, auf das Baby zielen und mich dann quasi gleich durchbuggen. Ich weiß nur nicht, ob es noch geht. Tatsache, ich stehe auf dem richtigen Spot, das ist. Oh, du bist doof, du bist viel zu größer als ich. Mir reicht's.
Klein, 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 klitzeklein, klein und mickrig soll zu sein. Ich hoffe nur, ich habe jetzt nicht das getriggert, was ich nicht triggern wollte. Sonst habe ich. Genau, sonst habe ich eher einen Speedrun draus gemacht, weil in der PAL-Version, wenn du genau in dem Spot stehst, wo nachher die Bosskiste halt auftaucht, wirst du direkt zum Endboss geportet. Und das ist. Das Spiel auch durchspielen. Oh je. Das Baby hat schlechte Laune. Ja, ich glaube, du musst auch dreimal treffen oder irgendwie sowas. Ja. Aber das ist schon noch einer der einfachen Gegner. Das ist der erste Bossgegner. So, zack. Pferdchen ausweichen. Ja, ich glaube, das macht er zwei, drei Mal. Und dann tauchen, glaube ich, Bälle auf. Genau, und. Boah, da freut sich, dass er sich erwischt hat. Toll. Was man halt hier gut sieht, ist, dass dieser 3D-Effekt gut genutzt wurde. So, wo ist der Ball? Oh. Was? Warte, was? Weil du kommst auch nicht an den Ball dran, ne? Nee, der ist jetzt rausgeglitscht. Das ist so. Mit den normalen Geistern habe ich keine Probleme, aber die Bossgegner waren. Ist immer so eine Sache. Zack. Die Dinger, die treffen dich halt zu 90. Sagen wir, zu 100% nie. Ja, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst. Diese Bälle, ne? Oh, Alter. Da bleibt einer und jetzt. Ziel und Feuer und drauf. So, und was man halt hier nicht machen kann, ist, dass du, die gleiche auch saugen kannst. Ich glaube, die lösen sich danach. Ich weiß nicht. Ich glaube, du kriegst maximal bis zur Hälfte. Jetzt hast du, glaube ich, 47% sozusagen. Ja, was es jetzt macht, ist halt hier ein bisschen rumbouncen. Boing, boing. Was halt lustig ist, wir kämpfen im Babybett. Ja, stimmt. Also da hat Nintendo sich schon wirklich lustige Dinge einfallen lassen. So, zack, wie du siehst. Es trifft halt nichts, ne? Ja. Das halt hier dich hinstellen, zack. So, jetzt ist halt wieder die Frage. Drop the ball. Da ist der Ball, so. Und. Jetzt mal. Bam! Fast, so, fast. Also ich glaub, drei den, Versuche, ne? Ich glaube, den kannst du eigentlich nur. Den kannst du two-cyclen, aber das ist halt. Das ist halt schon echt schwierig. So die Frage, ob das wirklich geht, ne? Aber grundsätzlich ist es ein einfaches und ein schnelles Spiel. Das perfekte fürs Release von GameCube. Oh, oh! Da hat es sich aber jetzt erwischt, ne? Ausnahmsweise mal ja. So, wir warten erstmal ab, bis den Ball. Ja, da liegt einer. Und. So. Eingesaugt. Zack, fertig. So, und jetzt ruft Professor Igitt wieder an, um uns zu sagen. Achso. Ja, ich stand doch nicht dahinter. Hat mich halt doch nicht ganz. Oh. Ah, ja. Ein pinker Schlüssel! Ja! Yeah. Vielleicht führt er uns ja zu Kirby. So, jetzt sagt er uns wieder. Okay. Luigi. Luigi, hörst du mich? Dem Himmel sei Dank, du bist okay. Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Puste zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Oh. Sobald du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreckweg 016 dem Bärsten nahe. Obwohl, ich schätze, du hast den Bossgeist gezeigt, wo der Arme hängt. Oh, er hat ein Baby besiegt. Ja, unglaublich. Wow. Das ist halt wie, wenn ein Baby ein Lolli wegnimmt. Oh Gott. Ja, jetzt erzählt er uns, dass man hier so die ganzen
Geister quasi wieder in den Bilderrahmen reineiern kannst, ja, wird das am liebsten hier total skippen, oder skippen in der japanischen Version. Weil hier quatscht er dir erstmal voll einen an. Ja. Zählt er dir erstmal was vom Geist ab. Genau. Also ich rutsch mal hier ein bisschen rüber, damit du hier auch ein bisschen Platz hast. Vorsicht, sonst haben wir gleich hier Greenscreen Alert. Da, guck mal. Ja, so, ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee, damit jeder. Geister sind unsichtbar, wir müssen sie in eine sichtbare Form bringen. Wenn ihr euch fragt, wo die Gemälde herkommen, die man in Super Mario 64 reinspringt, hier habt ihr die Antwort. Ja, gut, aber da gab es Professor Igel noch nicht. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder zurück in die Bilder zurück zu verwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Yeah, und das ist hier sozusagen das Ende von jedem Kapitel. Ja, so von jedem Bereich, ne? Ja. Dann haben wir Rayman, Rolanda und Louis. Louis. Was? Mutter, Vater, Kind. So, 160.000, dann haben wir nochmal 440.000 in. Scheinen in, ja, 3 Millionen. Ja. Ich würde sagen, ne, ich hab Money gemacht. Das kann man schon stehen lassen. Das, ja, müsste einfach nur so auf meinem Konto mal sein. Wo soll's hingehen? Zur Villa natürlich. Natürlich. Wohin soll's? So, ich glaube, jetzt gehen wir dann. Tschüss! Jetzt kommt die obere Etage komplett oder die untere? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, jetzt kommt die untere Etage. Ich glaube, jetzt kommt da.